Hey ho Leute und willkommen zu einer kleinen Vorstellung vom Epic Game Launcher. Ich habe in einem, Moment, ich muss das kurz zur Seite ziehen. Ich habe in einem der Videos zu Kingdoms, was jetzt hier kostenlos zurzeit auf diesem Launcher zu holen gibt, seht ihr auch hier, habe ich ein Let's Play angefangen, habe erstmal ein bisschen Smack Talk betrieben, was den Epic Game Launcher und Launcher allgemein angeht, weil ich bin persönlich der Ansicht, es gibt einfach viel zu viele Launcher. Ich meine, ich habe, wenn ich jetzt den Ubisoft Launcher mit dazu zählen würde, hätte ich fünf Launcher jetzt hier auf dem PC. Ich habe den Ubisoft Launcher vor kurzem runtergeworfen, weil ich einfach kein Spiel habe, was ich derzeit davon spiele. Und also ich persönlich bin immer der Meinung, zu viele Launcher ist einfach dumm, weil man hat dann 30 Spiele und braucht dafür 12 verschiedene Launcher. Ist halt wirklich einfach nur, das gast einen richtig an. So. Jetzt möchte ich aber das ein bisschen gerade stellen. Der Launcher per se ist nicht ganz schlecht, sondern er hat auch sehr viel Gutes an sich. Ich meine, die Betreiber von Epic Game Store haben definitiv schon krassen Shitstorm kassiert und haben jetzt erstmal, so wie ich das mitbekommen habe, einen Sale gemacht oder sind noch dabei. Bis zum 13. geht der. Und bis zu 75% Rabatt auf alle Spiele. Und ob reduziert oder nicht, Spiele, die 14 Euro oder mehr, also 14,99 oder mehr kosten, kriegen einen 10% Rabatt. Zum Beispiel das Spiel würde dann 5 Euro kosten, das 30,19 €, das 38 Euro. Und dann gibt es noch zurzeit wöchentlich kostenlose Games, daher auch das Kingdom, das habe ich damals beim Hanno gesehen und habe gesagt, das Spiel möchte ich kaufen. Ich habe gerade hier auf den Tisch getrommelt. Das hat mich aber immer abgeschreckt. Das Spiel kostet nämlich 15 Euro. Und hier gibt es einfach kostenlos jetzt. Und ich habe mir gedacht, geil, kostenlos. Ich habe das Spiel damals so gerne beim Hanno geguckt. Musste haben. Ender the Gungeon ist sowas wie Isaac. Habe ich auch gefeiert. Hat auch viel zu viel Geld gekostet in meinen Augen. Kann ich mir dann kostenlos gönnen ab dem 13. Ansonsten gibt es noch Dauntless hier. Da sage ich gleich noch was dazu. Es gibt ein paar Exklusivtitel. Ich weiß zum Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, ob World War Z und Satisfactory und sowas, ob die noch auf anderen Plattformen vorhanden sind, das weiß ich nicht. Aber zum Beispiel Borderlands soll ein Exklusivtitel hierfür werden. Metro soll hier wahrscheinlich noch ein Exklusivtitel werden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Fortnite gibt es auch bloß hier. Die Walking Dead-Reihe ist jetzt mit hier drauf auf diesem Launcher. Spellbreak. Weiß nicht, ob das noch zusätzlich irgendwie was bekommt, aber ihr seht schon, hier sind einige Spiele dabei, die gibt es sonst nirgendwo anders mehr. Und zum Thema Dauntless, da ich selbst Monster Hunter World habe und jetzt nicht das über einen Kamm scheren und sagen, das ist jetzt eine allgemeine Aussage, nein, das ist meine persönliche Auffassung. Wenn jemand wirklich in das Genre Monster Hunter oder halt allgemein Monster jagen eintauchen will, er kann, wenn er sagt, er möchte ein kostenloses Spiel haben, kann er Dauntless gerne ausprobieren. Aber jemand, der sagt, ich habe das Geld und kauft zum Beispiel bei MMOGA oder so mir einen Key für Monster Hunter World, kann ich immer nur sagen, vergesst Dauntless. Es hat zwar die Unreal Engine, es hat zwar ein flüssiges Spielerlebnis, aber es ist halt vom Inhalt her, kann man das Spiel halt vergessen. Es hat halt wirklich eine ganz geringe Story. Die Story ist auch nicht übersetzt worden, sie ist halt dauerenglisch. Ist auch nur dann die Items und die Beschreibung dazu dann halt auf Deutsch. Und bei Monster Hunter World habt ihr dann wenigstens dann auch bei vielen Sachen dass Cutscenes in irgendeiner Form halt vertont sind, Deutsch. Auch wenn die Synchro von den Stimmen, also von Mundbewegung her so überhaupt nicht dazu passt, weil eigentlich Monster Hunter hat eine eigene Monster Hunter Sprache. Aber wie gesagt, also Waffenvielfalt habt ihr halt bei Monster Hunter 17 verschiedene Waffenarten. Ihr habt da 6 verschiedene Waffenarten. Und das ist halt dann das, wo ich dann sage, das ist mir für ein Spiel, wo man halt dann noch viel Geld reinstecken kann. Weil die haben einen In-Game-Store mit Mikrotransaktionen, wo man halt dann zum Beispiel einen Season Pass kaufen kann. Kosmetisches Zeug. Und da muss ich dann doch eher sagen, also bevor ich in so ein Spiel, was kostenlos ist und irgendwann mal auch dann nicht mehr mithalten kann oder vielleicht sich weiterentwickelt und dann vielleicht mal irgendwas kostet oder so, würde ich doch einfach immer sagen Monster Hunter World, weil da bekommt man auch jede Woche oder alle 2 Wochen dann ein neues Event. Wir hatten jetzt zurzeit Kul'Thuzar Event, jetzt kommt ein Gehärteter Nergigante zum Beispiel bei Monster Hunter World.
Davor gab es Crossover-Events, also das ist halt, das sind alles Bonusinhalte, die kosten einen nichts, geben einem Rüstung, der extra Story, also The Witcher Crossover gab's, ein Devil May Cry Crossover gab's, es gab ein, also es gibt noch ein Final Fantasy Crossover, wo der Behemoth herkommt, also es gibt schon sehr viel, wo man sagt, da lohnt sich Monster Hunter einfach mehr. Kostet zwar definitiv Geld, aber das ist nur meine Meinung. Also für mich ist halt Monster Hunter World doch auf 10 von 10 und das Spiel ist halt so 5 bis 6 von 10. Also ist es okay für einen Einsteiger, auf jemand, der Monster Hunter World spielt. Ich hab's, muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel einmal installiert gehabt, wieder nach der Alpha und Beta. Ich habe es gespielt, bevor es für einen PC Monster Hunter World gab. Da war das Spiel cool. Hat Spaß gemacht. Ich habe es als Übergang, so einen Monat als Übergang genommen, bis halt Monster Hunter World rauskam. Und wie das Monster Hunter World rauskam, habe ich das Spiel deinstalliert und habe es auch dann beim zweiten Mal installieren, nach einer Stunde oder zwei wieder deinstalliert, weil ich einfach darin keinen Sinn mehr gesehen habe. Ansonsten, was kann ich sagen? Alleine ich habe jetzt mit diesen kostenlosen Spielen, also das ist kostenlos gewesen, das ist derzeit kostenlos, Rim oder Rime, wie auch immer man das aussprechen möchte, The Witness und Transistor sind so die fünf kostenlosen Spiele, die ich derzeit habe. Ich habe mit denen knapp 120 Euro gespart. Wenn man nur die Launch, nur im Shop hier dann guckt, was die Spiele kosten. Also ich kann euch das mal zeigen. Haben wir zum Beispiel mal 16 Euro, hier ist das erste. 18 Euro würde 37 Euro kosten. Also ich gehe mal von den Standardpreisen aus, 37 Euro. Dann Kingdom ist auch 15 Euro, Rim 35 Euro, Transistor auch nochmal 16 Euro. Da kommt man schon auf über 100 Euro. Das ist ganz geil, dass man da so viel Geld sparen kann. Und ich habe zum Beispiel für euch, mir für die Zukunft schon geholt, und das wird wieder so ein Projekt sein. Ich habe ja mal angefangen, The Walking Dead zu spielen. Mit euch zusammen und habe dann die Story durchgemacht. Also Season 1 und Season 2. Und habe auch immer gesagt, ich möchte keine 30 oder 40 Euro für A New Frontier ausgeben, weil dann zwischendurch das Entwicklerstudio einfach kaputt, also ist in pleite gegangen, das gab es halt nicht mehr. Und jetzt kam die Final Season noch raus und durch diesen Sale habe ich für beide Spiele insgesamt 10 anstatt 35 Euro bezahlt. Und das ist unschlagbar. Ich habe zwar so gut wie kein Geld, aber dafür die 10 Euro, das ist verkraftbar. Dafür habe ich zwei Spiele bekommen, die mir storytechnisch halt richtig übelartig gefallen. Und wenn sie so sind wie da, Teil 1 und Teil, also Season 1 und 2, dann ist das einfach so ein richtig schönes Spiel, wo man ein bisschen Action-Szenen dazwischen hat und dann. Also ich hoffe, dass die einfach ganz gut werden. Das war es eigentlich auch schon von mir. Ich kann euch sagen, guckt gelegentlich mal rein. Alleine schon wegen den kostenlosen Spielen lohnt sich's. Ich meine, wenn es nicht eures ist. Aber es ist halt, es ist ein Spiel kostenlos. Ob ihr es spielt oder nicht, erstmal haben. Und dann kann man das später irgendwann mal sehen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel am 13. kommt Enter the Gungeon raus, dann habt ihr keinen Bock drauf, sagt es ja, okay, ich nehme es erstmal, vielleicht gefällt es mir später mal. Kann man ja nie wissen. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und ladet euch definitiv, wenn ihr ihn nicht schon habt, den Epic Game Launcher runter und dann guckt doch mal rein, was es so im Sale gibt. Vielleicht findet ihr irgendwas, was euch halt anspricht. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.